Willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia vs. Sands of Time. Ja, wir haben wieder mal ein paar Gegnerhorden zu vernichten. So, jetzt ist unser zweiter, unser vorletzter, wie man auch mal sagen will, Machtbehältner wieder ready sein. Yep. Es fehlt uns nur noch 16 Gegner. Nimmst du mal bitte danke. No! Was hältst du denn davon, wenn du mal ihn angreifst? Dankeschön. Genau so hatte ich das eigentlich vor. So. Möchte noch jemand was? Gut, dann warten wir hier. Nö, ich warte hier, bis sie erscheinen, weil hier kann ich meine Wandsprünge machen. Hier kann ich auch von einer Wand zur nächsten springen. Hier können sie mich von mir aus sogar umzingeln. Das ist mir hier sowas von egal. Weil hier werde ich sie jedes Mal eigentlich relativ zügig downhauen, um sie dann in den Dolch zu ziehen. Ja, es ist eine blöde Taktik, aber vereinfacht die Kämpfe ungemein. Jeder, der dieses Spiel gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Die Kämpfe hier sind zum Teil doch etwas anstrengender. Und irgendwo ist noch ein Gegner. Na komm, Kamera. Ja, hinter mir. War ja sowas von klar, dass hinter mir dann noch ein Gegner erscheinen muss. Yay, und da kommt der nächste. Oder die nächste, ja gesagt. Nein, 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 nein. So sollte das Ganze gar nicht laufen. Sondern wieder zurück. Ja, du triffst uns, du triffst uns, du triffst uns. So, so sollte es laufen. So hatte ich das vorgehabt. Genau so, nicht anders. Ja, leider sind wir während solch einer Aktion mal wieder angreifbar. Ich bin jetzt auch gerade etwas ruhiger gewesen, weil ich mich hier versuche zu konzentrieren. So, weg. Von hinten angreifen. Genau so. Und tschüss mit dir. So, sie jetzt noch schnell in der Mitte durchschneiden. Ach, brauchen wir gar nicht. Können wir sofort aus. Wunderbar. Ja, je mächtiger unser Dolch wird, desto länger dauert es leider auch, bis er aufgeladen ist. Das ist der einzige Nachteil, wenn man hier alles sammelt. Aber dadurch hält die Speed-Attacke auch ein bisschen länger an. Genau, spring rein, du dummer Prinz. Oh, wie viel denn noch, Mensch? Ich weiß, dass ihr jetzt hier lebt. Ist doch gut. Hab's ja verstanden. Hallo? Eigentlich solltest du auch nicht überspringen, aber ist jetzt auch egal. Bitte lass es der letzte gewesen sein. Ja, es war der letzte. Yay! So, wo ist der nächste Brunnen? Da. Wasser. Ist ja egal, ob die Olle da ist. Du musst erstmal was trinken, das ist viel wichtiger. Wunderbar hast du das gemacht. Bist ja ein richtiger Säufer wieder. Was haben wir hier hinter? Ja, gut versteckt, aber nicht so gut, dass ich es nicht sehen kann. Hinter ist die Tür, der Ausgang. Da hinten haben wir Sand. Den möchte ich gerne auf jeden Fall haben. Hallo! Nur da kommen wir so einfach nicht ran. Okay, jetzt heißt es wieder überlegen, 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 überlegen. Und hinter jeder dieser Wände gucken. Ja, hinter so welchen Wänden verstecken die Macher gerne etwas. Ja, komm, jetzt speichern wir erstmal, um nachzugucken, was hier überhaupt los ist. Gut, also irgendwo läuft Pfarrer noch. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Definitiv. Ach, dass dieser eine Raum fast anderthalb Folgen gebraucht hat, das regt mir immer noch auf. So, aber wir haben ja eben gerade gesehen, hier gibt es irgendwo einen Durchgang. Genau diesen. Pfarrer? Wo wir dann eine Mauer kaputt machen können. Bleibt dort, ich komme zu euch. Könnt ihr mich hören? Hallo, wir können sie auch... Ne, sehen können wir sie nicht, okay. Aber die Gegner können nicht auf unsere Seite. Weil wir noch keinen Durchgang haben. Ah, Staub verzieh dich, ist ja ziemlich hustelig hier. Mann, 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 Mann.
So, endlich ist unser Dolch wieder fast komplett aufgeladen. Und jetzt haben wir die andere Tür geöffnet. Die wir vorhin schon mal kurz entdeckt haben. Nein. Nicht wieder einfach anhalten. Nein. Farah! Farah! Guck doch mal nach links, du Depp. Na, dann lass es halt. Nein, hier raus. Und hier rein. Und jetzt müssen wir hier rüber und dann sind wir gleich wieder bei den ganzen dutzenden Gegnern und haben wieder unseren Spaß. Ja. Hilf mir! Ja, da ist er auch schon wieder. Wir sehen sie zwar noch nicht, aber wir wissen, sie ist schon wieder in Schwulitäten. Wie es ja bei ihr irgendwie üblich ist. Moment, das sieht doch... Nein? Okay, gut. Ja, in so welchen Sachen verstecken die Entwickler auch manchmal irgendwas. Ja, da ist er. Was habt ihr so lange gemacht? Ach, wir haben ein bisschen gebadet. Au! So, jetzt geht's ab. Jetzt ist der geölte Blitz wieder da. Ja, ich habe nur darauf gewartet, dass wir endlich die Möglichkeit haben, ihn wieder einzusetzen. Na kommt, ihr müsst auch auftauchen, damit ich hier auch was im Ziel habe, wo ich anvisieren kann. Okay, mehr kriegen wir leider nicht. Ich sag mal so, ungefähr die Hälfte der gesamten Gegnerschar haben wir erledigt. Ja, es ist egal. Komm, ja, ist doch gut jetzt. So, auf dich habe ich gewartet, dass du zuschlägst. Na komm, wenn ihr jetzt schnell bin mit dem Kampf, dann können wir sogar passend speichern. Ach ja, er kann ja nichts trinken. Yay, und Farah macht sogar mal ausnahmsweise wieder was. Ja, ist doch gut da jetzt. Mensch, das Kinder, ne. Tschüss. Du bist der Letzte deiner Art. Hoffe ich. Feierabend vorbei? Nein, anscheinend nicht. Aber wir können schon mal zwischendurch was trinken. Ja, dass wir mit unseren Schwerthieben Farah nicht treffen, das ist echt ein Wunder. Ich meine, wir wechseln hier einfach drauf rum und sie kriegt nichts ab. Sie hat Glück. Na komm. Komm. Saug sie auf. Dann steche den Storch an Stellen, wo es nicht hingehört. Ich kümmere mich um die Frauen und um die Männer, okay, Farah? Ist doch ein fairer Handel. Findest du nicht auch? Zap! Und hier sind immer noch Gegner. Ach, die Gegner lassen einfach nicht ab. Ja, danke schön, dass du mich erwischt, während ich hier... Kleiner, assiger Mistkerl. Hände weg vom Fahrer. Ja. Ach, hier. Ich hab, glaube ich, sogar gerade aus Versehen getroffen. Damit wir das auch schon mal wieder geklärt hätten. Ja, alle Gegner erledigt und das passend zum Ende einer Folge. Das ist doch super, Leute, oder? Dann schauen wir uns das kurz die Vision an. Und ihr seht es auch schon. Jetzt beginnen die Lichträtsel. Ja. Oh, ist das schön. Und wir sind auch schon fast am Turm angelangt. Yay. Yeah. Sehr schön. Gut. Leute, in der nächsten Folge geht's. Wir hier. Genau. Beim nächsten Mal fangen wir da an und gucken uns auch kurz die Cutscene an. Geliebte. Bitte lasst mich nicht allein. Wie habt ihr mich gerufen? Das ist ohne Belang. Wichtig ist, dass ich weiß, wie wir den Turm der Dämmerung erreichen. Natürlich, die Sanduhr. Nun gut. Aber bleibt diesmal bei mir und seid vorsichtig. Ich kann nicht den ganzen Tag auf euch Acht geben. Okay, ich bin Nella 1980, er ist der Prinz von Persia, sie ist eine Schicksal
Und wir spielen Prince of Persia Sense of Time. Bis dann.